Hallo Paraguay Live, ich bin der Pit und herzliche Grüße an alle YouTuber aus dem sonnigen Paraguay. Heute eine Frage werde ich euch beantworten. Bleibt dran. Vielen Dank für eure Fragen. Wie immer waren sehr, sehr viele. Ich habe nur eine herausgepickt, die wirklich oft gestellt worden ist. Und zwar, wie sieht es mit der medizinischen Versorgung in Paraguay aus? Und diese Frage werde ich euch ganz kurz beantworten. Also bleibt dran. Also es gibt zwei Systeme hier in Paraguay, was die medizinische Versorgung angeht. Und zwar einmal das staatliche System und einmal das private System. Logischerweise, das staatliche System ist nicht so gut. Es gibt in Piribebuy, also bei uns in der Bezirksstadt Piribebuy, auch ein staatliches Krankenhaus und auch eins in Kaakupé, also in der Landeshauptstadt. Von der anderen Seite gibt es natürlich auch private Krankenhäuser, sowohl bei uns in Piribebuy als auch in Kaakupé und vor allem natürlich in der Großstadt bzw. im Großraum Asunción. Da war ich auch selber drin und das ist der Bautista Krankenhaus. Das ist von den Mennoniten geführtes Krankenhaus, also eigentlich auf einem guten Niveau. Man sollte aber ganz anders denken. Also privat und staatlich. Ganz kurze Antwort. Aber man sollte meiner Ansicht nach auf jeden Fall gesund bleiben. Ich meine, wir bemühen uns auf jeden Fall, trinken viele Kräuter und bleiben bis dato relativ gesund. Von daher, man sollte positiv denken und nicht gleich, was passiert, wenn. Wir sind 18 Jahre hier, haben wir eigentlich viel Geld gespart, keine Beiträge bezahlt. Und wenn was ist, gehen wir ins private Krankenhaus, was noch in Paraguay bezahlbar ist. Also bleibt auf jeden Fall gesund und stell weitere Fragen unten in den Kommentaren auf jeden Fall, damit ich euch die Fragen beantworten kann. Wie immer, abonniere den Kanal, falls du noch nicht getan hast. Bleib gesund und wir sehen uns im nächsten Video und teile das Video auf jeden Fall. Vergiss es nicht. Falls für dich oder für euch von keinem Interesse ist, vielleicht habt ihr bekannte Freunde, die sich für das Thema medizinische Versorgung in Paraguay interessieren. Also bleibt gesund. Bis dann, bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao, ciao.